Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls. Ich werde heute mal Oberlatria weitergehen. Ich denke, alter Held werde ich, also das ganze Sturmgebiet werde ich zum Schluss machen. Das hat aktuell irgendwie nicht so richtig Sinn. Und hier sind am Ende auch die Menschenfresser, das wird schon schlimm genug. Bin in der letzten Folge irgendwie 20 Mal auf dem Weg zum alten Helden überhaupt hin gestorben. Die geben übrigens immer hier nochmal so eine Seele, die nochmal 500 extra Seelen gibt. Das ist mal ganz gut. Moin, Skoppel. Ich kann hier nochmal ein bisschen Gewürze farmen, das ist auch gut. Für mich als Magier so. Mondlichtsteinscherbe ist auch gut als Magier, also es ist schon gut hier. Hier müssen wir gleich lang. Weil hier in der Mitte hängt so ein riesen Fleischherz. Das muss ich erstmal kaputt machen, damit ich weiterkomme. Und ich meine, unten gibt es auch noch irgendwie einen geilen Ring oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Hier unten gibt es auch noch die Ostrava, das Ostrava-Schild und das Ostrava-Schwert. Müssen jetzt erstmal hier weiter. Schade. Oh, Flamberge ist natürlich geil. Waffenverzauberung. Ja, du kannst Waffen verzaubern. Alan Wake habe ich nicht gespielt, nee. Nicht wie in anderen Teilen, nee, das ist richtig. So, nochmal ein Gegner kommen gleich. So. Das war die erste Kette. Ich glaube, es gibt zwei insgesamt. Und wenn man jetzt hier die helle Tendenz hätte, könnte man hier oben den Schlüssel holen für den Geisterfreke, weil da dann eine Brücke ist. So als Zeitnotiz. Hier kommt gleich ein NPCler.
Der hat auch eine Questline, die kann man machen. Ich werde ihn aber besiegen, weil ich seine Rüstung haben will. Das war knapp, tatsächlich. Habe ich nicht gesehen. Da vorne ist er. Der hat eine recht coole Rüstung. Kann man ihn freilassen. Kellerzelle öffnen, genau. So, gucken, ob ich den überhaupt schaffe. Denk schon. Wichtig ist, er darf nicht runterfallen. Wenn er runterfällt, dann ist RIP. Ja, er hat echt coole Rüstung. So, das kann man hier runter. Ganz nach unten muss man. Ich habe so Kopfschmerzen. Übel. Mir ist schon fast schlecht vor Kopfschmerzen. Jetzt haben wir hier ein richtig schönes Gebiet. Das ist richtig lecker. Jo, der bewacht was, das brauche ich, oder will ich jetzt aber erstmal nicht. Ich will hier einfach nur mal den Steg hier hoch irgendwo. Da geht's hoch. Gehen wir hier lang. Ich glaube aber, wir müssen in eine andere Richtung. Ah, ich glaube andere Richtung. Oder? Ne, ist doch richtig. Ist doch richtig. Meine ich. Kommt gleich ein ganz fieser Gegner. Vorne ist er. Ganz fies. Schlimme ist halt, der ist übel stark. Oh fuck, ey. Man hat gute Def. Huiuiui. Ist wie Einhörner jagen. Es ist gar nicht so schwierig. Ich habe gestern oder vorgestern sogar noch eine Nachricht gesehen von Amazon, dass du per Einladung deine PS5 bekommen kannst. Du musst dich halt. Du kannst halt keine sofort kaufen. Du musst dir eine. Du musst dich halt anmelden in so eine Warteschlange. Das geht schon. Das geht bei Mediamarkt, das geht bei Amazon. Das geht schon. Muss halt ein bisschen warten.
Bitte mein Item, danke. Oh, reiner Mondlichtstein, das ist huge. Willst du jetzt extra eine PS5 holen wegen Demon's Souls, Klempner? Vielleicht kommt das ja irgendwann auch für PC. Glaube ich zwar nicht. So, da haben wir die zweite Kette. Zweite Kette kaputt. Jetzt geht's direkt zum Boss. Ich kann noch einmal unten ran, dann kann man direkt zum Boss. Oh. Die Menschenfresser, das wird auch spannend. Ich muss auch einmal zurück, anderen Zauber nehmen, einmal die Waffe noch leveln. Ich muss auf jeden Fall den Feuersturm nehmen für die Menschenfresser. Ist das Last of Us Remake auch nur für die PlayStation 5? Das wusste ich gar nicht. Ich kann euch Waffen spielen. Ja, ich kann bei ihm nicht das Ding einmal mal hoch machen. Da muss ich echt einmal hier in den ins Schmiedeareal. Sechs und fünf, krass. Ah, noch ein Level geschafft, alles gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt das Remake für die fünf, aha. Haben die damit dreimal abkassiert? Oh, krass. Dreimal abkassiert. Direkt ein Two-Hit, das vorhin
3 Eiche drauf. Und man spürt hier direkt ein Level mehr. Verrückt. Aber da hat man schon mal den Schaden gesehen, ne? Der schmeckt auf jeden Fall. Der Schaden schmeckt. Ah, genau, Ring der Gier gibt's hier. Wenn man den nicht für 50.000 kaufen will, kann man sich den hier auch holen. Was hier gerade aus war, weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Guck ich mal eben. Ich glaube, nichts Spannendes. Ein paar Items. Weil sowas kann halt immer eine Falle sein, ne? Boah, 3 Klumpen. Das ist gut. Und hier ist es auch wieder so, dass direkt nach dem Boss der letzte Boss kommt. Also das ist in jedem Areal so, außer im ersten, dass nach dem vorletzten oder nach dem zweiten Boss direkt auch der dritte Boss kommt, ohne noch ein Areal oder so. Ja, es kommt langsam bei der Abwärtskomplizität, ne, Klempner? Ganz langsam kommt's. Stück für Stück. Aber wirklich befriedigend ist das auch nicht, hast recht. Da oben haben wir halt nochmal so einen Typen, das ist immer kritisch. Aber Gewürz. Gewürz gut. Bei dem Boss kann man auch immer gut Multiplayer machen, finde ich. Naja. Menschenfresser, komm mal ran hier. Auf den Meter. Bei dem ist halt böse, der kann einen halt voll so runterkicken.
Da haben wir einen. Ja, der Flammensturm hier, der ist halt OP. Der ist OP hier, der Flammensturm. Gibt's hier noch Items? Weiß nicht genau was. Genau, Mondkurzschwert. Könnte man als Magier auch benutzen. Auch ganz gut. Gemischte Dämonenseele. Ich kann eigentlich ja auch direkt weiter. Ah, ich will, würde ein Level machen. Ups, falsch. Ich würde schnell ein Level machen. Komm, wo bist du? Sehe dich schon wieder nicht. Das ist so nervig. Ach, da steht sie. Konnti habe ich ja jetzt genug. Kann ich eigentlich wieder auf Magie gehen? Und jetzt der Boss ist eigentlich ganz spannend, weil der beschwört einen PvPler, falls das klappt, auf dem Weg hoch, ab jetzt, jetzt sieht man noch die Cutscene, jetzt sucht er im Hintergrund einen wirklichen Typen für PvP-Kampf und wenn man dann die Boss-Arena betritt, dann kämpft man gegen den PvPler. Oh. Mit so einer Hallo. Großen goldenen Krone. Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt immer noch klappt. Jetzt, wo wir schon so weit fortgeschritten sind. Oh, nicht gesehen. Ich meine fortgeschritten im Sinne von, dass das Game jetzt schon was älter ist. Ich glaube, hier Leute immer noch PvP machen. Ansonsten hat man, glaube ich, einen NPC-PvP-Kampf. Der Typ ist halt nochmal stärker, ein bisschen. Das ist echt belastend. Kein Risiko. Ich sag es euch. Kein Risiko. Ich glaube, kommt sogar noch einer. Ah, da ist noch einer. Der gute alte NPC, jopp. Ah, guck mal, da ist einer. Rakdax 666 ist da. Mich ja mal gespannt. Rakdax 666, das wird doch spannend. Na klar. Let's go!
Ich weiß nicht, wie viel er sich heilen darf. Man braucht da auch eine Trophäe, also man musste das hier machen für die Trophäe. Aber der war jetzt nicht so krass, der Rakdax. Der Rakdax 666. Goldene Dämonenseele. So, dann haben wir den Latria-Turm auch fertig. Und mit der goldenen konnte ich auch irgendwas holen, oder? Ah ja, ich konnte meinen Stab zu einem Wahnsinnsstab machen. Ich glaube, das könnte stark sein. Ich glaube, das mache ich auch. Muss mal leveln. Der Rakdax 666. Hier, Wahnsinnsfokus. Das macht doch Sinn, oder? Ah, 171 Bonus. 133 Bonus. Ja, das mache ich. Jetzt habe ich hier so ein Klangding. Keine Ahnung. Sollte ich aber noch mehr Magie-Schaden machen. Komm schon. Hallo Manni. Das, guck mal, jetzt habe ich schon das fertig. Das fertig. Das fertig. Es sind nur noch zwei Sachen. Ist eigentlich nur noch das. Schreiende Stürme. Und König Arland. Und König Arland mache ich als letztes. Also muss ich jetzt Vaterritual weitermachen, wo der alte Hels auf mich wartet. Und ich habe die falsche Magie. Perfekt. Die Magie bringt mir beim alten Helden nicht so viel. Glaube ich. Oder sollen wir es mal ausprobieren? Ich probiere es mal aus. Vielleicht ist der Feuersturm ja gut beim Helden. Wenn ich mich hinter den schleiche und dann angreife, könnte man ja mal versuchen. Ach scheiße, jetzt kann ich die Typen hier nicht mehr easy besiegen. Glaube ich. Oh! Ich kann den Angriff nicht machen. Wieso kann ich den Angriff nicht machen? Ach, guck mal, wie wenig Magie ich habe. Der halbiert, glaube ich, die Magie. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Dann muss ich nochmal zurück. Mit halber. Ah, okay. Scheiße. Das wusste ich nicht. Da halbiert die Magie. Aber vielleicht habe ich ja. Mist, ich komme ja nicht zurück. Vielleicht habe ich ja was, was noch die Magie erhöht. Feuersturm kann ich auf jeden Fall vergessen.
besser, als wenn ihr mal... Vielleicht kann ich auch noch ein Level machen. Ja. Geh ich direkt auf Intelligenz. Ich hoffe, dafür habe ich jetzt aber übel viel mehr Schaden. Dass sich das auch gelohnt hat. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, der Schaden, würde ich sagen. Der kann sich sehen lassen. Und ich hatte noch nicht den Dingsbums drin, den Ring. Mit dem Ring wird es ja nochmal besser. Da könnte gleich guter Schaden bei rumkommen. Bitte nicht nochmal. Oh. Okay, du, okay. So, jetzt aber. Let's go. Bitte. Okay, der Schaden ist viel besser. Bitte seh mich nicht. Oh Gott, ey.
Ja, ein auf einmal Fokus, ne? Oh. Ja, ich hab ihn. Oh Gott, ey, das war viel zu schwer. Also erstmal leveln gehen. Oh Gott, ey. Jetzt ist noch der Sturmkönig. Der ist halt echt, das ist auch wieder ein spannender Bossfight. Tatsächlich. Ich glaube, so in der Form gibt es ihn nicht nochmal. Danke, Klemmner. Ein Glück, der Kampf ist öde. Finde ich gar nicht. Ich finde ihn spannend. Ich hoffe, die sind alle One-Hit mit meiner Magie. Meiner Magic. Oh ja. So schmeckt das doch. Boah, der 3D-Sound ist halt auch so geil. So. Ich denke, das waren alle kleinen Viecher. Das Coole ist halt, unten gibt es wieder diese Waffe, womit man so einen riesen krassen Sturm machen kann. Ich würde es jetzt erst mal versuchen, mit der Magie zu lösen. Aber hier ist irgendwo die Waffe, genau da vorne. Sturmgebieter. Vorne kommt er nochmal. Ich würde es erst einmal mit Magie versuchen wollen.
Komme ich nicht ran oder was ist hier los? Ich komme nicht ran, okay. Dann nehmen wir den Sturmtypen. So sieht das dann aus. Bam. Der Sound ist halt so geil. Ich weiß nicht, wie es rüberkommt über Twitch oder über ein VOD, aber wenn ihr selber zockt und dann 3D-Soundgerät, also Kopfhörer anhabt, mega, mega nice. Was war denn das denn? Hä? Nicht getroffen? So. Jetzt. Hä? Ha. Die unique Attacke geht übrigens auch nur hier im Bossfight natürlich. Die geht nirgendwo anders. Junge. Ja, der kann auch gut Schaden machen. Nein, daneben. Shit. Das war's. Das war's. Geil. So, jetzt ist es nur noch König Alland. Und ich würde sagen, für König Alland machen wir das nochmal in einer Extra-Folge. Dann auch mit Multiplayer. Das könnte ganz cool sein. Schön mit der Community zusammen. Ich glaube, es haben gar nicht so viele Leute eine PS5, aber... Schön Multiplayer machen wir. Für König Alland. Geben wir noch schnell die Seelen aus. Könnt ihr mal gucken, was für Magie man sich jetzt noch holen kann. Nexus Abfahrt. Und dann ist nur noch Alland. Dann gibt es noch ein kleines Secret und dann ist das Game auch schon durch. In unter 10 Folgen, glaube ich sogar. Ganz chillig eigentlich. So, jetzt nochmal hier kurz zur Hexe und zur Freke. Was man da so holen kann. Seelendurst, aha. Schonungssäure, Feuerhagel, ja, wir haben halt nichts mehr. Seelensuchpfeil ist ganz cool, aber die goldenen habe ich ja ausgegeben für den Dingsbums. Was ich jetzt machen kann, ich habe ein Lager, eine Kapazität mehr. Ich kann den wegmachen und den da reinpacken.
Zack. Ein Level müsste doch noch drin sein, oder? Oh, 200k. Cool. So, und damit beenden wir die Folge, Leute. Wie gesagt, den Endboss gibt es dann in der nächsten. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.